Weißt du etwas über diese merkwürdige Koiki? Mit gerunzelter Stimme betrachtet sie die Frucht in deiner offenen Hand und piekst sie leicht mit deinem Zeigefinger. Die Koiki wackelt vor und zurück. Isst sie nicht, sie verführt eine komplexe Schutzgeste mit ihren Händen. Sie ist infiziert, die Holzwürgerwespe hat ihre Larve in diese Koiki abgelegt. Ihr Blick schweift zur Baumreihe. Do not eat it unless you want insects to burrow through your windpipe and hollow you out from the inside. Ich werde die anderen warnen. Ist ja auf keinen Fall, außer du möchtest, dass Insekten sich durch deine Luftröhre bohren und dich von innen aushöhlen. Irgendwas, was ich über die Bewohner wissen sollte. Ufaro is our mystic, convinced that the whole fortress will come crumbling down if he doesn't keep to his daily devotions. Ufaro ist unser Mystiker. Er ist überzeugt, dass die gesamte Festung in sich zusammenfällt, wenn er nicht seine täglichen Rituale abhält. As for the rest, ask around. I'm not here to satisfy your curiosity. Und der Rest? Frag dich einfach durch. Ich bin nicht hier, um deine Neugier zu befriedigen. Na, dann handeln wir mal. I am the only one on the island who trades with outsiders. Du hast Glück, ich bin der Einzige, auf den sie mit Fremden handelt. Ja, nur leider keine Schiffsvorräte. Schaden mit Zauber. Oh, der ist gekauft. Und leider wirklich keine medizinischen Vorräte, die sie hier hat. Ah, ärgerlich. Na, von mir aus auch die Quickie-Frucht, Kappa-Blatt. Ich kaufe hier einfach mal ein bisschen Zeug ab. Pipestein, Salz. Also, außergewöhnliche Sachen hier nicht. Ach. Das Haifischfleisch vielleicht noch und den Schwertfisch. Ach, und gib mir auch den rum. Danke. Wenn wir nachher wieder unsere Beute in Nekataka verkaufen. Ach ja, ich wollte noch mal in den Tempel gehen. Ist mir gerade so eingefallen, nachdem sie mir von dem Mystiker erzählt hat. Ich habe ja da drin nicht mit allen geredet. In der letzten Aufnahmesession. So, okay. Brave Miezekatze. Weil hier scheint ja noch er hier zu sein, Burapu. Also hier hinten ist noch jemand. Ja, nicht wirklich. Dieses Schiff ist randvoll mit reifen Koiki. Scheinbar füllen Rosaris Diener sie regelmäßig auf, um mit dem Appetit der Ranga Schritt zu halten. Die Frucht untersuchen. Diese Koiki riechen besonders süß und streng, was vermutlich daran liegt, dass sie tiefer im Dschungel wachsen. Okay. Ach ja, wo war er jetzt? Jetzt ist er weggegangen. Muss ich den jetzt echt suchen, den Typen? Rostiges Konstrukt und Tangara, was ist mit euch beiden? Outsider. Unlike Burapu, I do not use this as a term of offense, I say. Fremder, im Gegensatz zu Burapu benutze ich dieses Wort nicht als Beleidigung, sage ich. Tangara lächelt dich freundlich an. We do not see many visitors on Oreo Koiki. Those who come, seldom leave. Wir haben nicht viele Besucher auf Oreo Koiki und jene, die kommen, die verlassen die Insel nur selten wieder. Du hast gesagt, dass nur Fremde Oreo Koiki normalerweise nicht wieder verlassen. They come asking our Ranga to show her belly in surrender. Sie kommen, um unsere Ranga dazu zu bringen, sich zu unterwerfen und ihren Bauch zu zeigen. Stattdessen zeigt sie ihnen ihre Eingeweide am Ende eines Speers. Tangara grinst und macht sie mit beiden Händen eine zustoßende Bewegung. Was denkst du über Burapu? How he fills our home with the stink of his burnt offerings. Ah, wie er unser Zuhause mit dem Gestank seiner Feueropfer verpestet. Tangara rümpft die Nase und fächelt angewidert mit seiner Hand vor seinem Gesicht.
A rational mystic burns incense or candles, but Burapo burns Koiki, rotten meat and bundles of hair. Ein vernünftiger Mystiker verbrennt Räucherstäbchen oder Kerzen, aber Burapo verbrennt Koiki, verdorbenes Fleisch oder Haarbüschel. Nothing is spared his flame if it appeases the gods. Nichts ist vor seinen Flammen sicher, wenn es die Götter besänftigen kann. Was steht mit deinem Konstrukt nicht? A valuable lesson about animancy, I say. There is quality and there is cheap, but never both. Eine wertvolle Lektion in Sachen Beseelung, sage ich. Es gibt gute und es gibt billige, aber niemals beides zugleich. Also ein gutes, billiges Konstrukt gibt's nicht. Es gibt nur gute, teure und schlechte, billige Konstrukte. Tangara seufzt und klopft auf eine seiner Taschen, was die wenigen Muscheln darin klimpern lässt. The rust bucket does not follow my instructions and ignores my command words. Dieser Rosteimer folgt meinen Anweisungen nicht und ignoriert meine Befehlswörter. Ich könnte mir das Konstrukt mal für dich ansehen. I am appreciating the offer. But it is better if I learn how to operate my degraded friend. Ich danke für das Angebot, aber es ist besser, wenn ich selbst lerne, mit meinem rostigen Freund umzugehen. I would be a poor host if the ironclad thing decided to remove your skin. Ich wäre ein schlechter Gastgeber, wenn dieses eiserne Ding sich dazu entschließen würde, dir die Haut abzuziehen. Er kichert, aber die Belustigung erreicht nicht ganz seine Augen. Ich habe ein bisschen Ahnung von Konstrukten. Man könnte sagen, ich bin ein Experte. Wenn ich es mir genauer ansehen dürfte, könnte ich die Ursache für deine Fehlfunktion einschränken. Tangara legt seine Finger an seine Lippen und mustert die Stille. Akira, it seems I must credit the gods for sending you to Oreo Koiki. Burapo be damned, I say. Akira, es scheint, als müsse ich den Göttern danken, dass sie dich nach Oreo Koiki geschickt haben. Verdammt sei dieser Burapo, sage ich. Here, the command words. They do me little good. Ja, die Befehlswörter, mir nützen sie wenig. Er reichte die abgenutzte Schriftrolle und lächelt dann matt. Der Großteil dieses Dokuments ist in sorgfältiger offizieller Schrift verfasst. Ein anderer Autor scheint eilig einige Ergänzungen gemacht zu haben. Sehr geehrter Kunde, im Namen der engagierten Belegschaft der Waren- und Bergungsverrechnungsstelle möchten wir Ihnen zu Ihrem jüngsten Kauf beglückwünschen. Ein Konstrukt geborgen, runter erneuert. Wow. Gemäß Ihrem Vertrag mit unserem lizenzierten Händler, Rima Caldera, Bergungsmarke 56221, wurde die Bezahlung von Handelswaren und genannte Dienste akzeptiert. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrer Bestellung. Mit freundlichen Grüßen, Rohan Gajaton, Versandleiter, etwaige Händlernotizen. Befehl zum Patrouillieren unzuverlässig, Befehl zum Angreifen, Befehl zum Bewachen. Siehe das beigefügte Dokument für Befehle. Funktionalität hängt stark von Aussprache und Betonung ab. Viel Erfolg. Okay. Schnell speichern. Sicher ist sicher. Das Konstrukt zittert und rattert und sein leerer Blick wandert ziellos umher. Nur Gewohnheit und Routine scheint es noch aufgeregt zu sein. Vielleicht erweist du dich später noch als nützlich. Das Konstrukt starrt dich stumm an. Die Worte der Befehlsrolle sprechen. Du liest die Worte von der Schriftrolle an, den verblassten arkanen Kritzeleien, zweifelt, bis ein Kribbeln über deine Lippen kommt. Plötzlich nimmt das Konstrukt eine steife Haltung an und wendet sich dir zu. Es scheint, dass gegensätzliche Anweisungen von zu vielen Meistern das Kurzzeitgedächtnis des Konstrukts ausgelöscht haben. Zurückschwimmen. Worte auf der Befehlsrolle sprechen. Das Gedächtnis auslöschen. Du ziehst ihm das über die Jahre angehäufte zusammenhangslose Befehlschaos, das zu uns zurückzittert während des ganzen Vorgangs. Jetzt steht das Konstrukt locker da und nimmt seine Umgebung klarer wahr. Weggehen. Visitor, I hope your time. Yes, at once. Gut, ich habe jetzt eine Möglichkeit, ihn zu töten, wenn es sein muss. Wahrscheinlich könnte ich ihn wahrscheinlich könnte ich ihn töten, indem ich einfach was in seine Feuerschale mische. Ich würde lauter beten, wenn das die Fremden von Oreo Koiki fernhalten würde. Burapo richtet sich auf und zieht dich von oben herab an. I say Ruasare would not like it if I denied you hospitality. Ich sage, Rosare würde es nicht gefallen, wenn ich dir meine Gastfreundschaft verweigern würde. Wie gut verstehst du dich mit Tangara? Tangara hat mir erzählt, dass Feueropfer deine Spezialität sind. Welche Rolle nimmst du im Stamm ein? Nehmen wir mal die zwei. The tribe balances on the edge of ruin. And my burnt offerings appease those who watch over us.
Der Stamm wandert am Grat des Ruins entlang und meine Feueropfer besänftigen jene, die über uns wachen. Godlessness raised the green man, and the gods will put him back down, I say. Die Gottlosigkeit hat den grünen Mann hervorgebracht und die Götter werden ihn wieder niederstrecken, sage ich. Oh, ich würde sagen, die Statue hat mehr als genug Gott in sich. For what does your crew of misfits address me? Warum spricht deine missratene Bande zu mir? Burapo sieht Eda finster an und weicht einen Schritt zurück. Wie gut verstehst du dich mit Tangara? Poorly. He ventures away from our islands and invites the wrath of the gods, I say. Nicht gut, er entfernt sich von unseren Inseln und provoziert damit den Zorn der Götter, sage ich. Burapo verschränkt die Arme und drückt seine Schultern zusammen. May Ngati devour that outsider construct he dragged back with him. Möge Ngati das fremde Konstrukt verschlingen, das er mit zurückgebracht hat. Ja, ich könnte es bei allen drei wie ihre Tote wie Unfälle aussehen lassen. Indem ich sie sabotiere. Aber warum sollte ich das tun? Ich meine, wir wollen ja die Wahaki auf unserer Seite haben. Und für die Sklavenhändler tue ich das sicher nicht. Und für Foranta auch nicht. Den Aufzug nach unten nehmen. Oh, wobei, nochmal nach oben bitte. Was für Rastmöglichkeiten bietet die hier an? Das wäre nämlich noch so eine interessante Sache zu wissen. Wenn ich sie natürlich finden würde, weil die schleicht ja auch hier im Dorf herum. Ja, da ist sie jetzt. Akira. Ein Platz zum Ausruhen. Einfache Schilfrohrmatte. Nee. Dann gucken wir lieber, ob wir in in Krummsporn was finden, wo wir rasten können. Und vor allem Schiffsvorräte kaufen. So, das hier führt irgendwie wahrscheinlich hinters Heiligtum, oder? Ja. Jemanden anweisen, die Klippe genauer zu betrachten. Der steht die Felswand und deutet auf Gefahren, die bisher entgangen sind. Du merkst, dass eine Einbuchtung, die eine hervorragende Stütze auf dem Weg nach oben gewesen wäre, ein dickes und pulsierendes Wespennest beherbergt. Noch etwas weiter oben steht ein großer Vorsprung wie ein einschüchterndes Hindernis aus der Felswand hervor. Ansonsten fallen dir keine besonderen Gefahren auf. Dann hochklettern. Du beginnst hinaufzuklettern und richtest deine Aufmerksamkeit abwechselnd auf deinen Halt und auf weniger offensichtliche Gefahren. Gerade so weichst du der Einbuchtung mit dem Wespennest aus und kannst deinen Aufstieg fortsetzen. Du gelangst an einem Vorsprung an der Klippe. Der Vorsprung sieht aus, als könnte er das Gewicht eines Erwachsenen tragen, doch nur ein geschickter Kletterer könnte eine sichere Route finden. Jemand schicken, der eine sichere Route finden soll. Das wäre am ehesten athletikmäßig Idee. Oder wir selber. Idee. Voller Erfolg, Athletik und Überleben. Ja, gut. Nach einem Aufstieg, der in Sachen Gewandtheit dem einer Bergziege nichts nachsteht, winkt dir zu und zeigt dir den besten Pfad nach oben. Du kletterst zur Spitze der Klippe, keuchend vor Anstrengung und bangt eigentlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Ah, da geht's hinten rum ins Heiligtum. Okay. Na gut, damit sollten wir dich aufmachen. Denn wie gesagt, ich habe keinen Grund, hier einzudringen und die Leute umzubringen. Hagrim ist nämlich zwar ein
rüpelhafter, leicht aggressiver, mürrischer Charakter. Aber er ist kein böser Charakter, der hier jetzt einfach Leute umbringt und sich von Sklavenhändlern bezahlen lässt. Ich glaube, da hätte ich eh absolut niemanden in der Gruppe, der mit einem bösen Charakter anbandeln würde.